Hallo und willkommen zurück zu Immortal Redneck. Und ja, wir haben jetzt zwei Pyramiden durch. Das heißt, es geht jetzt in die dritte Pyramide. Mal gucken, was da Neues dazukommt. Wieder mit dem Falken-Charakter. Wupp. Wupp. Ja, da sollten ja jetzt auch wieder neue Waffen dazukommen. Here we go again. Wonder if the princess will be in the castle. Aha. Energy rifle. Interessante Musik jedenfalls. Tranquilizer gun. Na, die Waffe lassen wir wieder. Nehmen wir wieder nicht mit. Okay, nächster Raum. Nehmen wir erstmal den. Seltsame Roboterviecher. Oh. Hat alles so ein bisschen was Tron-mäßiges. Oh! Okay, da habe ich jetzt eins zwischen freigelassen. Ein so ein Wirbel-Dingen war hier. Naja. Passt. Okay, das waren schon Schmerzen.
Sehr schön. Mhm. Okay, der erste war aber ein anderer. Da haben wir jetzt die Tesla-Dings-Waffe. Hm, ja, tauschen wir das hier mal aus. Keine Ahnung, wie die jetzt genau funktionieren. Aha. Die halten auch gut was aus. Verbessert alle deine Werte. Na schön. Verdoppelt deine Chance auf einen kritischen Treffer. Jo. Die halten schon ganz gut was aus. Schön. Da ist die Treppe. Da wollen wir aber noch nicht hin. Ja, ich müsste halt jetzt hier auch eher noch drauf achten, wieder wo Kisten sein könnten. Doch, da hinten ist so eine Tür. Hm. Eine tolle Uhr.
Schon 3694 eingesammelt. Shit. Wo? Ah. Hat auch was von diesen, die natürlich auch auf Tron so ausgemacht sind, diese so Laser, ja nicht Paintball, dieses halt mit Laser-Tag-Dings da. Die sind halt auch, zumindest meiner Erfahrung nach, oftmals in so einem Stil hier, wo die Ecken halt so ein bisschen erleuchtet sind. Schön. Erhöht den Angriff in der Luft. Mhm. Okay. Ups. Na. Okay, es wäre wahrscheinlich mit dem Laufen einfach schneller gewesen. Hier rutscht mal runter. Okay, das wäre sowieso zu hoch. Dann laufen wir halt. Oder wir gehen erstmal hier rein. Die sind doof. Sauber. Jeder kritische Treffer heilt ein wenig Gesundheit. Oh, und ich habe doppelte Crit-Chance. Crit 58%. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ist auch für den Bosskampf sehr gut, weil wir uns dann ja auch während dem Bosskampf heilen. Na, hat man nur ein kurzes Zeitfenster, wo man die treffen kann. Ja, jetzt ist da unten noch irgendwo einer oder was? Ah. Sieht neu aus. Quillgun.
Okay. Was? Aha. Das sind halber Hals. Immer Riesensalven. Tauschen wir die noch aus. Ach, die bleiben da stecken und explodieren danach erst. Das ist aber auch eigentlich gar nicht so schlecht. Hat natürlich dann keine Stoppwirkung. Ist das ein Gegner? Ne. Ach so, das ist Mission, tut dir nicht weh. Okay. Da. Naja. Ja, also die Chance, da angebrutzelt zu werden, ist schon extrem hoch. Von wo aus sollte man denn da weiter? Und da oben ist ja auch noch so ein Gemüse. Ach, da müsste man jetzt auf die andere Seite. Naja, und da ist dann wahrscheinlich Schluss. Ejo. Und da wäre es Ziel gewesen. Naja. Ja, diese Schwungdinger wären schon ein bisschen doof. Unten? Autsch. Der hält aber auch.
gar nicht so wenig aus. Muss da am Ende ruhig stehen bleiben. So, wer lebt hier noch? Ein verwirrtes Huhn. Hier ist jedenfalls eine Treppe. Hier ist nix. Haben wir da noch was? Jo. Da ist auch noch eins. Okay. Na, den habe ich jetzt nicht bekommen, aber... Gut. Erhöht die Feuerrate. Kiste wäre mal nett.
So, da war ein Geist. Ne, der war da. Okay. Oh, das war's schon. Na gut. Dann haben wir hier wohl alles. Hier sind wir falsch. Wunderbar. Erster Level. Dafür bin ich aber hier verdammt lange drin gewesen. Der Raum ist auch schon ganz schön groß. Möp. Zweiter Stock. Gehen wir direkt in die erstbeste Tür. Moment. Die halten ordentlich was aus. Gehen wir erstmal da unten rein. Schön. Verschwinden nicht so schnell, sehr gut. So, ich glaube, das war noch der eine, genau. Moment. Ah, scheiße, das muss man natürlich dann auch noch stehen bleiben. Happa, happa.
Oh, den habe ich nicht gesehen. Kann sein, dass die auch ein bisschen lenken. Gut möglich. Schön. Wieder raus. Da habe ich eine Flasche umgeworfen. Schön. Wieder keine Kiste hier. Also nicht, dass er hätte eine sein müssen, aber das ist ungesund. Okay. Aber es wäre schon mal nett, hier in den Räumen auch irgendwo wieder Kisten zu finden. Wow. Aha. Dann nehmen wir doch direkt hier die Tür. Das war jedenfalls auch schmerzhaft. 271 haben wir. 287. Ja, durch diese Crit-Dinger ist man hier schon ganz gut dabei. Pazifist. Ja, nee. Ah, okay. Damit ist das fehlgeschlagen. Aber jetzt sind sie alle weg. Okay. Und hier haben wir einfach nur eine Kiste. Na also, geht doch. Aber leider keine Waffe oder irgendwas anderes Tolles. Ah, okay, hier hätte man auch. Na super, okay.
Dinger sind verdammt doof. Ja, also hätte ich hier nicht dieses Heilen mit Crit, wäre ich wahrscheinlich schon längst im Eimer. Irgendwo müssen hier noch Gegner sein. Ah. Noch immer Gegner. Und hier sind mal ordentlich viele Verbindungswege. Autsch. Shit. Schön. Aua. Gut. Die sind auch schon fies. Gut, dann haben wir noch die eine Tür hier. Wie kommen wir da hin? Sehr gut. Dann können wir den Rest hier auch mal schön noch looten. So. Das haben wir alles. Dann links durch. Aha.
Was? Shield? Aha. Gonna spike up some ET fellas. Ist auch keine Kiste drunter oder sowas? Ne. Na gut. Dann haben wir da noch eins. Ach, weiter oben. Nice. Jo, oh, da ist noch ganz viel Geld. Ja, da konnte man auch gerade ganz gut sehen, dass das runterge... in einem Bogen runtergegangen ist. Zeig die Karte. Autsch. Kommt man da hoch? Nee. Also nee, zumindest nicht. Da? Ah, Wahnsinn. Aber auch kein Schatz. Doch, da wäre ein Schatz. In der Mitte. Okay. Kein Eigenbeschuss. So, was haben wir denn hier noch? Nix. Okay, das heißt, wir können jetzt hier rechts raus. Da ist die Tür. Da sehen wir auch, wo der Endraum ist. Oje. Oh,
Dann werden wir wohl runter müssen. Doch ganz ordentlich. Schön. Nur ein Kistenraum. Wieso, als wenn wir hier unter Wasser wären? Ah ja, es läuft alles in den Seiten entlang nach unten. So, in den Riesenraum. Der Raum ist zwar riesig, aber es sind nicht so wahnsinnig viele Gegner da. Ja, die sind zwar schön hinterher geflogen. Wäre natürlich die Frage, ob hier noch irgendwo eine Kiste versteckt ist. Sieht aber nicht danach aus. Easy peasy. Thank you.
Na komm. Sehr gut. Oh. Okay. Moment. Da läuft noch ein Hühnchen. Ja, die Waffe ist ja auch nett. Aber leider habe ich keinen Platz, um noch eine Waffe aufzunehmen. Naja, nehmen wir die. Auch wenn das eine reine Endboss-Waffe ist. Ja, ja, es ist wahrscheinlich nicht so gut. Ach shit, jetzt sind die... Ne, das hatte ich gar nicht. Ich dachte jetzt schon, die wäre despawned, aber das habe ich hier gar nicht gefunden. Ne, das Problem dabei ist ein bisschen, dass ich damit... Ich weiß nicht, wie die Endbosse aussehen. Aber wahrscheinlich ist es vorteilhaft, wenn ich viele kleine Schüsse mache. Weil das halt... Hitpoints gibt bei mir im Moment. Mhm. So, haben wir hier noch wen? Ach, da unten. Und dann wäre da der erste Boss. Verschlinger von Millionen, Asyut. Millions, huh? Gonna be bullets by the gazillion. Oh.
Autsch. Nein. Ich glaube, ohne meine Crit-Fähigkeit wäre ich schon längst im Eimer gewesen. Der Angriff wird stärker, solange er nicht daneben schießt. Okay. Und das wird wahrscheinlich dafür sein, den hier zu überspringen. Was ich dann wahrscheinlich auch nutzen würde, weil hier dran zu sterben ist, glaube ich, auch nicht unwahrscheinlich. Ja, gut. Dann mache ich hier erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, ob wir die letzten vier auch noch bekommen. Den Boss vor allen Dingen. Oder ob dann da aus die Maus ist. Also, bis zum nächsten Mal.